Affiliate Marketing hat sich ja doch durchaus hier auch positioniert im Online-Marketing. Also eine Werbeform, bei der letztlich Dritte für mich als Händler hier auch Werbung machen, die sogenannten Affiliates. Wer haftet denn da eigentlich, wenn es Probleme gibt dann mit der Werbung? Der Affiliate oder der Händler, der den Auftrag entsprechend erteilt? Grundsätzlich haftet natürlich in erster Linie mal der Affiliate, der hier möglicherweise was Falsches bewirbt, eventuell Markennamen verletzt oder Ähnliches. Hat der Affiliate sein Material vom Händler erhalten, dann wird er auch auf den Händler blicken. Umgekehrt ist es aber häufiger, dass sich die Frage stellt, ob der Händler nicht auch haftet, wenn er sich da solcher Werbemittler bedient. Und tatsächlich ist es grundsätzlich so, dass eine Haftung des Händlers in Betracht kommt. Das OLG Köln hat uns in 2006 ein Urteil beschert, dass mehr oder weniger einschränkungslos dort eine Haftung des Händlers sah für alle Unzuträglichkeiten, die da der Affiliate verursacht hat. Der Bundesgerichtshof hat jüngst das etwas mehr eingeschränkt und lässt erkennen in seinem Urteil, dass die Haftung jedenfalls dann noch besteht, wenn die Werbung, die dort Rechte Dritter verletzt, über Seiten kommt, die der Händler freigegeben hat. Ja, was raten Sie dann dem Händler jetzt für vertragliche Regelungen mit seinem Affiliate? Man muss den Händlern, letztlich auch dem Affiliate, raten, dass Regelungen getroffen werden, wie es mit der Haftung aussieht. Insbesondere, dass derjenige, der das Ganze zu verantworten hat, dass derjenige die andere Partei freistellt von Ansprüchen Dritter und eventuell Kosten übernimmt, wie auch Kosten der Rechtsverfolgung. Man muss sich ja gegen Abmahnungen wehren, das verursacht schon mal alleine Kosten. Das sollte man vertraglich regeln.